Dieser Klang dürfte die Konkurrenten erblassen lassen, denn er ist es, der den neuen C63 AMG von Mercedes ausmacht. Unter seiner Haube brodelt ein V8 mit 457 PS. Das sind 37 PS mehr als bei einem BMW M3 oder einem Audi RS4. So kommt er locker von 0 auf 100 in nur 4,5 Sekunden. Mit Veränderungen an diesem Modell hat AMG nicht gegeizt. Die Firma feiert gerade ihr 40-jähriges Jubiläum und präsentiert nun die fünfte Generation der AMG C-Klasse. Der C63 ist der leistungsstärkste und wildeste. Angefangen bei der aggressiven Vorderpartie mit der neuen Motorhaube, den hervorspringenden Power Domes und dem Spoiler, in dem der rautenförmige Kühlergrill integriert ist. Sein Profil gewinnt an Ausdruck durch die neue Seitenverkleidung. Die 18-Zoll-Felgen stammen ebenfalls von AMG. 19er sind auf Bestellung erhältlich. Das Hinterteil schmückt eine Vierfach-Auspuffanlage aus Chrom, eine Spezialverkleidung und ein sehr diskreter Spoiler. Das macht den Mercedes C63 unwiderstehlich. Das Lenkrad im Innenraum ist aus Leder. Das Automatikgetriebe ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich: Automatik, Sport und manuell. Den ESP gibt es ebenfalls in drei Ausführungen: aktiv, tolerant oder im Pseudo-Off-Modus, der bei heftigen Bremsen automatisch aktiviert wird. Und außerdem bleibt der Wagen tolerant. Da kann man sich entspannt zurücklehnen in den Schalensesseln und voll und ganz von dem Wagen profitieren. Unsere Testbedingungen waren alles andere als rosig. Die Straße war schmierig und vom Regen aufgeweicht. Und trotzdem hat uns der Mercedes C63 AMG überzeugt durch seine Wendigkeit und die sichere Straßenlage. Das war immer im grünen Bereich. Und der Blick auf den Tacho hat uns oft überrascht. Man stelle sich das auf trockener Fahrbahn vor, dachten wir. Die Reifenausstattung von Pirelli Psero trägt natürlich dazu bei. Der ESP bleibt flexibel, die Gangschaltung reagiert auch im manuellen Modus recht schnell und die Bremsen sind hervorragend. Ehrlich gesagt, kann man diesem Wagen nichts vorwerfen und es war hart, den Wagenschlüssel wieder abzugeben. Die Wahl zwischen einem C63 AMG, einem M3 und einem RS4 bleibt allerdings trotzdem schwer.